Willkommen zu Sonic 3 & Knuckles! Es wird Zeit für den dritten Teil und für den insgeheim vierten Teil. Denn jeder weiß, Sonic & Knuckles ist eigentlich, ich will nicht sagen der vierte Teil, aber es ist so. Gut, wir nehmen einen neuen Spielstand, was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist, weil ich wollte eigentlich das systematisch machen, aber egal. Wir legen direkt los, ich kann ja erklären. Also, nach Sonic 2 kam Sonic 3. Und das sollte so groß werden, dass es nicht mehr auf ein Modul gepasst hat, ja? Und statt wie bei Sonic 2 Stages wieder rauszunehmen, haben sie sich gedacht, wir teilen das in zwei Spiele auf. Erschienen beide 1994, nämlich Sonic 3 und Sonic & Knuckles. Und wenn man beide besaß, konnte man die übereinander stecken und das komplette Spiel zocken. Und das ergibt ein doppelt so langes Sonic Adventure mit doppelt so viel Leveln und so weiter und so fort. Und das ist wirklich genial. Wir nehmen direkt die erste Bonus-Stage, denn wir wollen wieder die Chaos Emeralds finden. Wie zuvor auch, ganz so assi wird's wie in Teil 2 wird's dann doch nicht. Aber es könnte später hier knifflige Situationen geben. Ihr seht, auch das ist 3D. 3D des Jahres 1994, ja. Immerhin besser als das 3D von Sonic 1. Und nicht wie in Sonic 2 stört uns Tails so dermaßen. Schön, dass man das geändert hat. Wir müssen die ganzen blauen Kugeln einsammeln und wenn man die umkreist, dann hat man die automatisch eincollected. Oben links seht ihr, wie viel wir noch brauchen und die Ringe sind eigentlich... Ja, ich glaube, bei 50 gibt es extra Leben. Aber das ist unwichtig. Und das Ganze wird immer schneller, was in Stage 1 natürlich noch easy-beasy ist. Die roten Kugeln meiden. Blaue eingesammelte verwandeln sich zu Rotkugeln. Und wenn man eine rote Kugel berührt, ist man raus. Es gibt aber so viele von diesen Ringen in den Leveln, wo man die Bonus-Stages bestreiten kann. Das ist nicht schwierig, also gut. Wir haben den ersten Chaos Emerald, yay! Schön, können wir mal ein bisschen Jump-Run-Action haben? Ich will auch nicht zu früh Super Sonic bekommen, weil... Es war in Sonic 2 schon sehr gut, ja, dass wir so spät erst Super Sonic bekommen haben. Um uns nicht die Laune zu verderben. Übrigens, das Verfahren, wie ich es erklärt habe, wie es bei Sonic und Knuckles ist, wollte Rare dann auch bei Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie machen. Der nächsten Leben, ja. Und jetzt kommt ein kleiner Endboss, Zwischenboss, den wir nichts tun können. Also wir können ihn noch so oft verletzen, er wird seine Tat vollbringen. Da hinten sehen wir, es gibt noch mehr davon. Und sie zerstören die Landschaft. Toad, Game Over, das war's. Aber wir haben überlebt, wunderlicherweise. Und die ganze Stage ist jetzt... So, ich hätte mit den... Ah, nein, ich hab vergessen, was zu zeigen. Egal. Ja, wollen wir direkt mal Stage 2 machen? Also ich meine, ich kenne die ganzen Ringe, das gibt so viele Verstecke, die ich kenne. Können die ruckzuck alle 7 haben. Tja, und wenn wir die Stages von Sonic 3 haben, dann kommen die Stages von Sonic und Knuckles. Und auch dort gibt es wieder 7 Chaos Emeralds. Bei 7 neuen Bonus-Stages, die so aufgebaut sind wie die hier. Muss aber klar sagen, dass die Stages in Sonic & Knuckles deutlich schwieriger sind als die in Sonic 3. Also Sonic 3 allein betrachtet ist sowas von einfach und Sonic & Knuckles allein betrachtet ist sowas von schwer. Das ist ja Absicht, weil es ja eigentlich zusammengehört. So, das war jetzt dumm von mir, glaube ich. Können das aber so lösen. Wie gesagt, die Ringe interessieren keinen. Und hier, das hier, da werden wir halt, ne, ihr seht's. Später kommen noch gelbe Dinger dazu, da können wir mit springen, aber das stiftet meist mehr Verwirrung. Vor einer Bonus-Stage habe ich ganz besonders viel Angst, da muss man nämlich nur springen, 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 springen und keiner weiß wohin. So, jetzt müssen wir langsam mal die blauen Kugeln suchen, das wird später auch interessant, wenn wir die suchen müssen. Aber gleich haben wir den zweiten Chaos Emerald. Ich wollte mal ein bisschen mehr durch die Gegend hüpfen, als hier die blauen Kugeln zu sammeln. Mann!
Wir lassen den nächsten Ring einfach mal bewusst aus. Sonic God Chaos Emerald. Stell dir mal vor, ganz was Neues. Wenigstens gab es eine Story, wie sie verloren hat. Ihr habt ja gesehen, Knuckles hat es ihm abgenommen. Übrigens die Story. Ja, natürlich, die Story ist ja ganz wichtig. Ihr habt ja gesehen, am Ende von Sonic 2 haben wir Dr. Robotniks Werk vereitelt, sind ins Dead Egg gelangt und haben es zum Absturz gebracht. Ja, das Problem ist nur, es ist nirgendwo abgestürzt und da haben sich Sonic und Tails gedacht, stimmt die Legende von der fliegenden Insel, von der schwebenden Insel Angel Island? Und dann haben sie sich mit Tails Flugzeug auf den Weg gemacht, Tornado. Auch hier sehr schön, neue Items. Es gibt nicht nur einen simplen Schutzschild, sondern Blitzschutzschild. Ach, es gibt so viel zu erklären. Jetzt habe ich schon drei Sachen zu erklären. Hier können wir nicht durch mit den Felsen da. Da können wir nur durch, wenn wir Knuckles spielen. Das ist ganz lustig. Und da gibt es einen anderen Endboss ein bisschen und andere Wege. Das ist ganz geil. Also mit Knuckles tun sich neue Wege auf. Und Knuckles kann man Sonic 3 nicht spielen, nur in Sonic und Knuckles. Und deswegen war das von Natur aus beabsichtigt. Zurück zur Story. Während ich diesen Boss jetzt mal erledige, ist nicht schwierig, weil ich habe ein Feuerschutzschild. Und mehr als Feuer hat er nicht. Jetzt habe ich kein Feuerschutzschild mehr. Das ist auch gut. Ich will die Ringe nicht verlieren, deswegen bringe ich Geduld. Lege ich Geduld an den Tag? Die Story lautet, ja, und jetzt haben sie Angel Island gefunden, die schwebende Insel. Und hier ist tatsächlich das Dead Egg abgestürzt und Robotnik baut es wieder auf. In freundlicher Mithilfe von Knuckles, dem letzten Echidna. Es ist ein, wie heißt das Ding? Ameisenigel? Nee. Was weiß ich. Jedenfalls, da ist noch so eine Bonus-Stage. Muss es sein? Okay, eine noch. Dann soll aber erstmal Schluss sein. Muss mal gucken, was das hier war. Achso, das ist auch easy. Ja gut, und Knuckles hilft jetzt Dr. Robotnik, weil Knuckles ist im Besitz des Master Emeralds, einem ganz besonderen Überbleibsel der Echidnas. Der, ja, Knuckles ist der Letzte seiner Sorte und der muss natürlich den Schatz seiner Vorfahren beschützen, den Master Emerald. Und Robotnik hat natürlich gesagt, hier, jetzt kommen Sonic und Tails, die wollen dir deinen Master Emerald stehlen. Und deswegen ist Knuckles gegen uns. Sonic und Tails natürlich ohne Plan, ja, was soll das? Und, ja, so hilft Knuckles Robotnik ein ums andere Mal hier in diesem Spiel. Und will uns stoppen. Soll er mal probieren? Und was ganz Neues, speichern. Ihr habt es gesehen, es gibt Speicherstände, man kann speichern. Das war eine Wohltat, aber da das Spiel auch wirklich viel länger ist, macht es auch wirklich Sinn. War höchste Eisenbahn. Man könnte sagen, wenn man Sonic 3 und Sonic und Knuckles verbindet, ist es das vollkommenste 2D-Sonic, das es gibt. Der dritte Chaos Emerald, also ihr seht, noch fordert mich nichts, aber das kommt noch. Yay! Sonic hat der Chaos Emerald. Angel Island on 2. Okay, ins kühle Nass. Ja, und es gibt verschiedene, statt diese Schutzschilder in Sonic 1 und 2 gab es nur ein Schutzschild. Das ist wieder der Fall, es gibt, ihr habt es ja gesehen, Feuer, Elektrizität. Ist das Schönste für mich, da kann man höher springen damit und man kann... So, ich wollte schon mal kurz was zeigen und jetzt bin ich's los. Dieser Bereich hier unten, das ist auch Knuckles, ja. Nur Knuckles kann nennen. Das finde ich sehr interessant, aber ich habe nicht vor, das Spiel zweimal durchzuspielen. Also einmal mit Sonic reicht. Sonic hat mehr Levels, Sonic hat alle Level. Knuckles nicht alle. Er spart sich ein paar. Knuckles hat Vor- und Nachteile. Er kann nicht so hoch springen, aber er kann klettern und schweben. Und er wird Sonic jetzt ein paar Mal noch ärgern. Das zeige ich euch. Das war in Sonic 2. Ist man mit diesem Ding in die Bonus-Stage. Das ist jetzt auch eine Bonus-Stage, aber
Die bringt uns nichts. Da gibt's viele verschiedene Sachen. Das ist wieder das, das kennen wir. Ja, hier können wir nicht mehr machen, als hier immer wieder versuchen, unser Glück herauszufordern. Aufgebaut wie Sonic 1. Aber ich wollte eigentlich die andere Bonus-Stage zeigen. Das hier hatte ich schon wieder längst vergessen. Ich komme da gar nicht richtig rein. Wer will das überhaupt? Sonic! Sonic! Ring! Ja, komm, lass mich raus. Gaul. Lass mich raus. Ich wollte das andere mit dem Kaugummi-Automaten zeigen. Das ist ganz witzig. Also wenn ich wieder mal dran denke, zeige ich euch den Kaugummi-Automat. Ich muss hier runter. Man könnte natürlich nach oben, aber hey, ich weiß, dass hier was ist. Nur das Ding verschwindet auch, wenn man ins Wasser damit geht. Also vorsichtig. Oh Mann, das war blöd. Gut. Und das finde ich allzu cool, dass die Ringe auf einen zukommen. Yeah. Upsi. Nein, nein. Sind wir wieder hier. Ach, Mann, wie oft noch. Das meine ich halt, wir können halt doppelt springen, weil wir nochmal auf A drücken dann. Sind wir weit oben. Jetzt kommt, glaube ich, irgendwo ein Checkpoint oder sowas. Oh, extra Leben. Cool, danke. Episch, episch. Musikpfeil, hey, wenn man Leben bekommt. Gut, dann steuern wir halt langsam Richtung Ende. Hier links war auch ein Secret. Ah, jetzt habe ich Wasser. Ich wollte doch den Stromschutzschild behalten. Mann. Da ist auch noch was versteckt. Ich zeige euch, hoffentlich kommt jetzt der Kaugummi-Automat. Ja! Das ist witzig. Also gut, wenn man schlau ist, kann man... Ach, ich weiß gar nicht, was ist alles? B ist ein Offenschutzschild. Rapid, sag mal her. Das bringt unten die Puffer zurück, die Sprungfedern. Jetzt kommt irgendwie noch nichts Nützliches. Das sind 10 Ringe. One-Up. Bubble ist es, glaube ich. Also wieder so eine Blase, wie wir gerade haben. Hallo? Och, komm. Haben wir wenigstens Feuer, aber wir haben das Wasserding noch bekommen, habe ich gemerkt. Ja, oh. Naja. Let's go! Yay! Über den Wolken. Okay, sind wir schon unten. Jetzt kommt eine kleine Passage. Ich weiß nicht, ob das von Sega so bedacht war. Wir rennen und rennen und rennen. Der hier will uns ärgern mit seinen Bomben. Das muss wohl Marcel Davis sein. Siehe mein 3000 Abonnenten-Special. Aber, wenn man einfach nur nach rechts drückt und ganz normal weiterläuft, kann einem keine einzige Bombe... kann uns keine Schaden zufügen. Nur Tails. So, da hinten kommt jetzt gleich einer. Hallo? Das ist nicht die Polizei, auch wenn es sich so anhört. Nein. Das ist unser guter Kumpel Dr. Robotnik. Und man hat versucht, halt alles ein bisschen nicht so linear zu gestalten. Wie bei Sonic 2. Ein paar Überraschungseffekte und so dürfen es dann doch sein. Aber natürlich, Robotnik wird besiegt von unserer Wenigkeit. Und wo taucht das Ding auf? Auf einmal über uns. Mysteriös. FBI. Sonic got through Act 2. Achso, es gibt immer zwei Acts, die sich meist stark voneinander unterscheiden. Ihr habt es ja auch gesehen. Erst blühende Landschaften, dann alles angefeuert. Wer ist denn da oben? Oh mein Gott. What the fuck? Boom! Damn it! Hydro City Zone. Und damit sind wir im zweiten Level. Und das hat ein bisschen Zusammenhang jetzt diesmal, der Level. Welchen Level wir erreichen. Wir können auch erstmal zurückgehen. Das ist ganz nützlich. Da haben wir hier ein paar Goodies. Und da ganz rechts oben gibt es auch Sachen, aber da kommt man so schwierig hin. Ich glaube, ohne Hilfsitems gar nicht. Egal. Sowas ist es schon bekannt aus Sonic 1. Und hier geht gleich der Punk ab. Unverwundbarkeit for the win. Hier gibt es so viele Sachen hier. Wasser, Dingsbums, die Piranhas habt ihr gesehen. Die Luft wird eine Rolle spielen. All das und noch viel mehr im nächsten Part. Bis dann, Leute, und ciao.